Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Richard testet. Meine Co-Moderatorin Alina und ich testen für euch ja immer Hochschulgruppen sowie Sport- und Freizeitangebote, um euch zu zeigen, was ihr neben eurem Studium an der TU Dresden noch alles so machen könnt. Und dafür lerne ich heute eine ganz besondere Hochschulgruppe kennen mit dem Namen STAR. Die wurde 2018 gegründet und hat sich zum Ziel gesetzt, für Studierende die Raumfahrt bereits während dem Studium erfahrbar zu machen. Wie sie das machen wollen und was sie sonst noch so alles tun, das bringe ich heute für euch in Erfahrung. Der Name STAR kommt übrigens nicht vom englischen Wort für Stern, sondern steht für Studentische Arbeitsgruppe Raumfahrt. Mit über 40 Mitgliedern arbeitet die Gruppe stets an neuen und verschiedensten Projekten. Die reichen von Atmosphärenforschung und Nanotechnologie bis zum Bau von Mars-Rovern und Weltraumaufzügen. Und man hat mir verraten, dass ich eines dieser Projekte heute sogar noch selber fahren werde. Welches das genau ist, seht ihr dann in der zweiten Hälfte des Videos. Ich befinde mich hier im Institut für Luft- und Raumfahrttechnik und bin jetzt mit Lukas im Labor der Hochschulgruppe verabredet. Hallo Lukas. Hallo Richard. Grüß dich. Hallo. Ich sehe schon, du bist schon perfekt eingekleidet. Genau, ich habe dir auch ein Laborkittel mitgebracht. Ja. Den darfst du dir direkt mal anziehen. Okay. Dankeschön. Das ist also euer Labor, euer eigenes Labor tatsächlich. Ja, unser eigenes Labor ist es leider nicht. Das okay. ist der Windkeil bzw. Rheinraum, den wir hier für das Institut für Luft- und Raumfahrttechnik haben. Ja. Und hier finden dann verschiedene Laborarbeiten halt statt. Die kann ich dir jetzt gerne mal zeigen. Dann einmal mal mir nach. Der erste große Schrank, den wir hier haben, das ist eine sogenannte Sonotrode. Die ist quasi dafür zuständig, dass man verschiedene Flüssigkeiten miteinander mischen kann. Und auf der linken Seite, das ist quasi heute das Objekt der Begierde. Da werden wir nachher eine sogenannte Suspension anmischen. Und genau, das ist halt eine Abzugshaube, damit die giftigen Dämpfe und ähnliche Sachen, die dort drin quasi entstehen, bei der offenen Handhabung entsprechend halt nicht den Nutzer, also in dem Fall halt dir, Schaden zufügen. Da hinten hat die Svenja schon mal was vorbereitet. Wir haben nämlich das Projekt SC-File, was wir bei uns an der Hochschulgruppe bearbeiten. Das, was man hier sieht, das ist ein sogenanntes Höhenforschungsexperiment, wo wir bei einer Höhenforschungsrakete quasi untersuchen, wie sich Kohlenstoff-Nanoröhrchen, also ganz kleine Partikel, in einem elektrischen Feld und vor allem unter Schwerelosigkeit verhalten. Das, was man hier sieht, das Blaue, das ist quasi unser Abschnitt der Rakete, wenn man so will. Und dann fliegt die Rakete auch ungefähr 90 Kilometer hoch und durch diese wenn das Triebwerk aus ist, dann ist er halt in etwa für 2 Minuten schwerelos. Und dann können wir dort schauen, wie sich die Partikel ausrichten, wenn wir da ein elektrisches Feld anlegen. Die Kammern, die wir hier sehen, die wurden hinten zum Beispiel mit dem 3D-Drucker hergestellt. Und was ist das da drin? Da drin ist jetzt aktuell nur Isopropanol. Das ist quasi erstmal nur so ein Dummy, damit die Kammern halt nicht geschädigt werden. Wir werden heute quasi genau die eigentliche Suspension anrühren, die dann am Ende quasi auch während des Flugs genutzt werden soll. Okay, also was müssen wir heute machen? Was hast du mit mir vor? Genau, also wir werden im Großen und Ganzen quasi eine Suspension herstellen. Das heißt, wir nehmen uns sogenannten Monoethylenglykol, das ist unser Trägermedium. Und dort werden wir dann eine bestimmte Menge an Kohlenstoff-Nanoröhrchen reinschütten, sage ich mal, und die entsprechend verrühren, sodass wir halt wirklich schönes, homogenes Gemisch raus haben. Und das verpacken wir dann quasi sicher und dann können wir das später dann einfüllen in die Kammern, wenn es dann soweit ist, wenn es dann kurz vorm Start steht. Gut. Genau, das muss jetzt ein paar Minuten rühren, damit das schön homogenes Gemisch wird. Und dann schauen wir mal, ob das alles so passt. Wie bist denn du damals zur STAR-Gruppe gekommen? Das war ungefähr 2018, wenn ich mich recht entsinne. Und da hatte quasi der erste Starler, wenn man so möchte, der gute Jakob, ist damals durch die Vorlesungen gegangen und hat halt Leute gesucht, die bei einem Projekt mitmachen wollen. Und gestartet seid ihr mit, also gerade gesagt, 15 Mitgliedern? Genau, das waren quasi so die erste Generation an Starlern, wenn man okay. so möchte. Wie viele sind es jetzt aktuell bei euch? Aktuell sind wir ungefähr 60 Leute aus allen möglichen Fachrichtungen. Also da sind wir quasi offen für jede Hilfe, wenn man das so sagen kann. Ich habe ja auch gesehen, ihr baut nicht nur und experimentiert hier im Labor. Mhm. Ihr fahrt auch zu Wettkämpfen mit, mit eurem Rover oder eben, ich weiß nicht, begleitet ihr auch eure Teilrakete zum Start dann selber?
Also bei der Rakete ist das wirklich ganz spannend. Der Raketenstart, der findet immer in Nordschweden statt. Das ist dort sogar nördlich des Polarkreises noch. Da ist eine so eine Raketenbasis, die sich S-Range nennt. Und dort wird halt die Rakete gestartet. Und die Teams, die dort mitmachen bei dem Programm, kommen dann halt hin und sind dann dort für 10 bis 14 Tage in etwa, bereiten quasi ihr Experiment vor und sehen dann aber eben auch den Start. Mit dem Mars Rover seid ihr nach Tschechien, nach Polen. Genau. Okay. Gefahren. Genau, das ist das Schöne. In Polen findet jedes Jahr diese European Rover Challenge statt. Und da wird so ein 40 x 40 Meter großes Areal vom Mars quasi nachgebaut, werden dann verschiedene technische Aufgaben umgesetzt und genau, die Teams sind dann halt dabei. Und das ist natürlich eine großartige Atmosphäre dann auch, wenn man dann quasi alle auf einem Haufen dort von früh bis spät quasi am Rover arbeitet. Ja. Und ich glaube, wenn ich darüber gucke, das sieht schon ziemlich gut aus. Da kann man, glaube ich, jetzt mal den nächsten Schritt machen und das Ganze umfüllen. Ja, gerne. Was müssen wir dazu tun? Genau, als erstes ziehen wir uns wieder Handschuhe an. Ja. Im Wesentlichen haben wir hier vorne eine kleine Plastikdose vorbereitet. Diese hier. Mhm. Und dort wird das quasi einfach reingefüllt. Gut. Genau. Und dann haben wir es geschafft. Sehr schön. Ja, Lukas, dann vielen Dank, dass du mir heute euer Labor gezeigt hast und dass ich mitmachen durfte. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Das freut mich doch. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen hilfreich sein bei dem kleinen Experiment. Du bleibst noch hier? Genau. Jetzt? Okay, für mich geht es jetzt nämlich weiter auf den Hauptcampus. Ich darf ja heute noch euren Mars Rover fahren. Hast du noch was Schönes vor dir? Ja. Ich gebe dir mal den Kittel wieder. Wunderbar. Dann wünsche ich dir noch viel Spaß. Und wir sehen uns. Ich wünsche dir auch noch viel Spaß beim Roverfahren. Dankeschön. Ciao. Ich bin jetzt wieder zurück auf dem Hauptcampus. Genauer gesagt bin ich auf dem Weg zur Wiese hinter dem HSZ. Dort lässt Star heute den Mars Rover fahren. Und ich bin ja mal sehr gespannt, was mich da erwartet. Jetzt muss ich mich aber ein bisschen beeilen, damit ich pünktlich bin. Hallo Rico. Hallo Richard. Grüß dich. Wir machen mal so. Schön, dass das heute klappt. Auf jeden Fall. Ich sehe schon, ihr habt hier euren Mars Rover aufgebaut. Genau. Warum seid ihr heute hier? Ich sehe, ihr habt auch noch so ein bisschen andere Sachen. Genau, wir sind heute hier hinterm HSZ, um einfach unseren Rover so ein bisschen vorzustellen. Ich bin erstaunt. Ich hätte gar nicht erwartet, dass der tatsächlich so groß ist. Kannst du mir ein bisschen was zu dem erzählen? Genau, das ist unser Mars Rover Merope, den wir für die European Rover Challenge 2022 gebaut haben. Im vergangenen September stattgefunden. Und ja, das ist der Rover, den wir da über das letzte vergangene Jahr entwickelt haben, um an dieser Challenge teilzunehmen. Wer nimmt da noch so teil an der Challenge? Werben auf die Challenge tun sich über 60 Teams aus aller Welt. Teilgenommen haben am Ende dann 17 Teams und am Ende konnten wir mit diesem Rover den 5. Platz in der Gesamtwertung abstauben und konnten sogar noch den Special Award für die beste Probing Task erreichen. Na dann, auf jeden Fall schon mal Glückwunsch. Vielen Dank. Den habt ihr bei euch selber im Labor gebaut oder habt ihr noch eine eigene Rover-Werkstatt? Oder wie wir das? Arbeiten darauf hin, dass wir eine eigene Rover-Werkstatt und auch für unsere vielen anderen Projekte eine eigene Werkstatt bekommen. Der Rover, wie er jetzt hier steht, der ist viel bei unseren Mitgliedern in den Wohnungen entstanden, in den WGs. Eine lustige Tatsache dabei ist, dass die Breite des Rovers tatsächlich durch die Breite der Wohnungstüren vorgegeben wurde. Okay. Also wir hätten den Rover am liebsten quadratisch gebaut, aber er ist etwas rechteckig geworden, weil wir ihn etwas schmaler bauen mussten, damit wir ihn durch die Wohnungstüren durchbekommen. Okay. Zum Glück mussten wir es nicht privat finanzieren, sondern einen großen Batzen hat uns die TU Dresden zur Verfügung gestellt an einfach Geldmitteln, damit wir einzelne Bauteile kaufen können. Viele Bauteile kommen von Sponsoren, die dann einfach direkt uns die Motoren gegeben haben oder die Kameras. So wie er hier jetzt steht, ist er ungefähr 40.000 Euro wert. Die Arbeitsstunden sind da natürlich nicht mit eingerechnet, aber das ist schon eine ganze Menge. Du hast gerade schon die Kameras angesprochen. Wir haben hier oben eine Kamera, die sich bewegen kann. Hier oben haben wir noch eine Übersichtkamera. Unter dem Rover ist noch eine zweite Kamera. Vorne am Arm haben wir noch zwei Kameras hier sitzen. Dem Arm-Operator erlauben, so möglichst viel zu sehen. Und das Highlight in meinen Augen sind vier sogenannte Time-of-Flight-Kameras, die hier an allen vier Seiten des Rovers sitzen. Die können die Tiefe sehen und dadurch haben wir eine Übersicht, ein 3D-Modell der Umgebung des Rovers. Hier oben leuchtet es noch. Was ist das? Die LEDs hier oben, die sind dafür da, dass das Umfeld des Rovers, so wie wir jetzt daneben stehen, immer wissen, was der Rover gerade macht. Da gibt es verschiedene Muster. Jetzt gerade ist der Rover im Manuell-Modus. Das bedeutet, dass der Controller, mit dem der Rover gesteuert wird, prinzipiell einsatzbereit ist und wir wissen, okay, der Rover könnte jetzt jeden Moment losfahren. Es gibt dann noch verschiedene andere Farben, die einfach signalisieren, ist der Rover gerade im autonomen Modus oder ist er im Boot-Up-Modus. Jetzt haben wir es auch gerade gesehen, der Rover hat gerade auf grün umgeschaltet. Das bedeutet, dass jetzt der den manuellen Modus verlassen hat und er jetzt wartet, dass die nächsten Kommandos kommen, bevor er in einen neuen Modus reingeht. Du hast jetzt schon den manuellen Modus angesprochen. Ja.
Und im Vorgespräch wurde mir gesagt, dass ich vielleicht auch selber mal ans Steuer darf. Das können wir auf jeden Fall machen. Dann würde ich vorschlagen, machen wir das doch mal. Sehr gern. Genau, Richard. Du darfst jetzt auch mal mit dem Rover fahren, wenn du möchtest. Sehr gerne. Die Steuerung ist eigentlich ganz einfach. Du hast hier den Xbox-Controller. Mit dem einen Joystick steuerst du die translatorische Bewegung des Rovers und mit dem zweiten Joystick steuerst du die Rotation des Rovers um seine eigene Achse. Okay. Die beiden Steuerungen sind an sich unabhängig, du kannst sie aber einfach gleichzeitig machen und dann kombiniert der Rover das von allein. Also eigentlich ganz einfach. Eigentlich ganz einfach. Eine Frage noch, wo ist vorne? Vorne ist da, wo die orangen Boxen sind. Ah, okay, gut. Also wenn ich jetzt quasi einfach nach vorne fahre, müsste er jetzt nach da fahren. Ganz genau. Ah, jetzt kann ich eine Kurve fahren. Machen wir das Ganze nochmal rückwärts. Dann würde ich sagen, fahren wir mal auf die Wiese. In der vorletzten Folge Richard testet durfte ich ja den Elektrorennwagen von Elfrace fahren. Heute nun den Mars Rover von Star. Und auch wenn die beiden Fahrzeuge völlig unterschiedlich sind, zeigen sie doch beide, dass man an der TU Dresden außerhalb vom Hörsaal wirklich an großartigen Projekten teilnehmen kann. Und ich bin immer wieder erstaunt, was die Studierenden in ihrer Freizeit alles so auf die Beine stellen. Ich gehe jetzt noch ein bisschen quatschen und vielleicht noch ein bisschen Mars Rover fahren. Das war's mit der Folge Richard testet. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst uns doch ein Like da und abonniert den Kanal. Und schreibt mir doch mal in die Kommentare, wie ihr euch immer Mars Rover vorgestellt habt. Für das letzte Video von Alina testet, klickt hier oben. Und wenn ihr weitere Insights über unsere Uni bekommen wollt, dann schaut doch hier unten mal vorbei.